M2. Stückel nach vorn noch bitte. Perfekt. Ja, genau. Pure Leistung selbst im Stand, im Standkass. Sehr gut. So, hast du vergessen? So, hi. Hallo. Servus, grüß dich. Servus. So, M2, fangen wir gleich mal an, Eisenmann. Eisenmann, genau. Das Thema, um das sich heute auch viel dreht, einiges. Gehen wir mal nach hinten zum Fahrzeug. Gerne. Da haben wir jetzt diese eloxierten Auspuffblenden. Genau, das hat die Frau Eisenmann vorher schon erwähnt. Genau. Das sind jetzt die eloxierten orangen Endrohre. Ja. Und die wurden jetzt im Prinzip draufgeschraubt. Also ich fahre jetzt nicht im Alltag, aber die sehen für das Fahrzeug wahnsinnig toll aus, würde ich sagen. Passt ja gut zu deinen Felgen, Jochen. Passt perfekt zu den Felgen. Und ich sag mal, bleiben wir mal kurz bei dem Produkt Eisenmann hängen. Ne? Ich sag mal, viele Leute denken, Auspuffanlage ist gleich Auspuffanlage, aber das ist es nicht wirklich. Also Eisenmann steckt ziemlich viel Know-how in die Entwicklung rein. Also da wird nicht einfach nur ein Auspuff produziert, der wird getestet. Da wird ein Sounddiagramm gemacht, da wird eine Leistungsoptimierung gemacht. Nicht einfach nur ein Auspuff gebaut. Und was viele Leute auch nicht wissen, Edelstahl ist nicht gleich Edelstahl. Die Firma Eisenmann arbeitet mit dem Edelstahl in der Güte 1,45 aufwärts. Das bedeutet für den Laien, ich sag mal, wahrscheinlich nichts, aber ich kann es kurz erklären. Ich sag mal, die Masse der Auspuffanlagenhersteller arbeitet mit dem 1,4301. Man nennt es einen Wald- und Wiesen-Edelstahl. Aber die Firma Eisenmann arbeitet mit einer 1,45er Güte und höher. Das bedeutet, das wird auch in der Chemie eingesetzt, also es ist auch säurebeständig, salzbeständig. Der Nachteil für die Firma Eisenmann ist, ein Nachkauf eines durchgerosteten Auspuffs wird es nicht geben, weil der Auspuff hält ein Leben lang. Also ich selbst an meinem A5 fahre auch einen, bin jetzt nicht der super Pfleger. Der Auspuff ist 13 Jahre alt, der sieht immer noch aus wie neu. Das Einzige, was eine Korrosion bekommt, ist die Schelle und das war es gewesen. Ne? Und auch ein Highlight, wenn wir hier mal kurz drunter halten, ich sag mal beim Heck, ich sag mal der Originalauspuff, wenn man von hinten drunter schaut, siehst du den Originalauspuff, den Topf. Die Firma Eisenmann fertigt das wirklich in Perfektion, damit Leistung und alles stimmt, aber der Topf wird nicht mehr gesehen. Weil ich persönlich finde es störend, wenn man hinter dem Fahrzeug herfährt oder hinter dem Fahrzeug stellt und man sieht die Töpfe. Das gehört nicht, das muss nicht sichtbar sein. Man darf die Endrohre sehen, aber man sollte die Töpfe nicht sehen. Also das ist wirklich auch was Einzigartiges, was die Firma Eisenmann da macht. Und wir arbeiten schon seit vielen, vielen Jahren, weit über ein Jahrzehnt mit der Firma Eisenmann als Entwicklungspartner zusammen und sind höchst zufrieden. Also wie gesagt, Klang, Qualität, ist alles, es passt einfach 100%. Ne? Apropos Klang, wollen wir schon mal hören? Den soll ich ja, soll ich ja, kurz, ja, ja, schon also, einmal nur zu. Gerne. Ja. Okay. Gut. Also das, was mir an diesem Auspuff so wahnsinnig gut gefällt, ist, dass der so schön bassig klingt. Ich habe mich wahnsinnig viel davor informiert über andere Auspuffe, weil eins war für mich klar, wenn ich mir ein M2 Competition kaufe, dass ich auf jeden Fall den Auspuff wechseln werde. Weil genau das, was du gesagt hast, man sieht den Endtopf hinten und das hat mir gar nicht gefallen. Das ist im Prinzip das, was mir als erstes ins Auge gefallen ist. Und ich habe da gibt es ja verschiedenste Produkte. Und Eisenmann hatte ich eigentlich gar nicht auf dem Schirm, bis mir die Kooperation im Prinzip angeboten wurde. Und ich bin so glücklich, dass es am Ende Eisenmann geworden ist, weil dieser Sound ist der Wahnsinn. Ich kann es nicht anders sagen. Also der ist so schön bassig, genauso habe ich es mir vorgestellt. Das sind halt auch wieder die feinen Unterschiede. Ne? Ich sag mal, wenn du bei einer Auspuffanlage ein Dosenblech hast und bei einem anderen wirklich eine Materialstärke, dann schwingt sich, wenn du keine Materialstärke hast, dann hast du ein Dröhnen im Innenraum, dann schwingt sich das auf und dann hast du den typischen, ich sag Cola-Dosen-Sound. Ne? Kein schöner Sound. Und wie es der Reinhard gerade eben gesagt hat, hast halt hier bei der Firma Eisenmann hast du einen schönen, satten, dumpfen Klang. Also du hörst die Leistung vom Fahrzeug am Auspuff. Und das kommt halt auch durch das Konzept, ich sag mal, nicht nur wie die Kammern aufgebaut sind, sondern auch durch die Materialstärke. Weil zu wenig Materialstärke schwingt
schwingt das Material mit und sorgt für ein Dröhnen. Und ein Dröhnen ist nicht schön, wenn man dann auf der Autobahn bei 3,5 oder 4.000 Umdrehungen fährt und man ist danach taub. Ja, ne? Nervt dann mit der Zeit. Ja. Was haben wir noch? Hast du Leistungssteigerung? Leistungssteigerung habe ich nicht, das steht zwar drauf, aber ich habe mich jetzt erstmal dagegen entschieden, weil ich... Ja, aber Aufkleber-Tuning ist ja auch schon Tuning. Aber, also da gibt es sehr viel zu erzählen. Also das genau. Projekt... Also, Ich kann gerne mal von Anfang an anfangen. Ja. Ich habe nämlich im Raum München erstmal Folierer gesucht. Ja. Und da habe ich mich wahnsinnig schwer getan. Also keinen, der mir zugesagt hat, habe ich dort gefunden. Und dann habe ich irgendwann Schwabenfolie angeschrieben. Und die haben mich gleich am ersten Tag schon zurückgerufen, im Gegensatz zu vielen anderen Folierern. Und denen habe ich das dann erzählt. Die Felgen waren von Anfang an klar, dass ich die will. Und ich habe das eben dem Sandro von Schwabenfolia erzählt. Ich hätte gern die Barracuda-Felgen. Und da hat es bei ihm Klick gemacht, hat gleich an Jochen gedacht. Und dann war im Prinzip dieser erste Tag schon gleich die Kooperation geboren. So ein bisschen. Und die Felgen, die haben die Farbe für das Auto vorgegeben. Ich wusste noch nicht, ob es rot oder weiß wird, aber ich wusste, dass die Felgen auf jeden Fall die Farbe für die Folierung vorgeben. Und wir haben dann einen Designer engagiert und haben... diese Folie im Prinzip dann entwerfen lassen nach meinen Vorstellungen. Und dann ist es im Prinzip so, der Stein ins Rollen gekommen und immer mehr Firmen sind dann aufgesprungen, wie zum Beispiel KW, Eisenmann, Barracuda hat sich daran beteiligt. War ein wahnsinnig tolles Projekt und es hat so viel Spaß gemacht. Mhm. Muss ich echt sagen. Es war ein sehr tolles Gemeinschaftsprojekt, wie die genannten Firmen Eisenmann, Barracuda, JMS, Schwabenfolia und KW, RaceChip indirekterweise auch. Das Auto ist auch durch die Presse gegangen, weil es ist einfach einzigartig. Ich sag mal, du hast ein Performance-Fahrzeug, du hast ein Performance-Fahrwerk, du hast eine Performance-Felge. Es ist alles so toll aufeinander abgestimmt. Und es ging auch, wo wir die Presseaussendung gemacht haben, es ging weltweit durch die Presse. Nicht nur in Europa, auch in Amerika, in Asien. Also das Auto war überall zu sehen und... einer der schönsten Umbauten. Es ist einfach vollkommen. Es ist nicht, wie gesagt, nicht nur ein Fahrwerk, nicht nur eine Felge, nicht nur ein Auspuff, auch die Folierung. Es ist ein perfekter Abschluss. Und mehr geht eigentlich nicht, ne, um eine perfekte Optik zu erzielen. Also wir sind auch total happy und auch ein sensationeller Kontakt, ist einmal auch mit Reinhard. Solche Kunden wünscht man sich. Und ja. Jetzt bekommt ihr hier auch noch mal ein bisschen Eindrücke von dem Fahrzeug. Genießt es. Auch bei der Ausfahrt noch mal den Sound zurücklehnen, genießen. Und ja. Also ich habe auch versucht, das Gesamtbild noch mal weiter abzurunden. Zum Beispiel mit diesen M-Performance Frontspoiler, Heckspoiler, Heckdiffusor im Innenraum ein bisschen was. Auch gleich am ersten Tag haben wir das Lenkrad umsatteln lassen. Auch gleich abgestimmt auf die Farbe vom Außen. Erscheinungsbild. Also ich habe versucht, auf alles so weit zu achten. Die Nähte konnte man zum Glück bei BMW direkt so auswählen. Und so gibt es am Ende, so wie du sagst, eigentlich ein ziemlich rundes Bild. Ja, perfekt. Sehr perfekt. Schön. Sehr schön. Perfekt. Und Leistungssteigerung, hast du noch was vor? Leistungssteigerung bin ich am Überlegen. Das ist nicht ganz so einfach bei dem Motor, weil der Motor für diese Leistung eigentlich vorgesehen ist und man muss eine zusätzliche Adapterplatte integrieren. Ist nicht großartig schwierig, aber es ist trotzdem irgendwie ein bisschen Hindernis an den Motor rangehen und dann die Leistungssteigerung erstmal zu machen. Bestimmt irgendwann in Zukunft, aber solange ich Garantie habe, würde ich es ungern machen. Okay. Genau, das ist eigentlich der Grund. Und deswegen, RaceChip war immer im Gespräch und ich habe auch schon mit ihnen telefoniert. Wahnsinnig toller Kontakt und ich glaube, dass in Zukunft kann da schon noch was draus werden. Okay, also, okay. Aber erst die Garantie abwarten. Ja, sind wir gespannt. Wir haben so einige Kandidaten, wo man sicher äußerst gespannt drauf sein kann, was nächstes Jahr, wenn wir das wieder machen, was dann sich bis dahin verändert hat. Definitiv. Also, liebe Freunde und Zuschauer. Ja, ich sehe gerade eben, Barracuda Racing Balls sind auch noch integriert. Ja, genau. Das war auch die gibt es ja in zig Farben. Ja. Das war auch eine ewige Diskussion, die ich da mit meiner Freundin geführt habe. Welche Farbe wird es am Ende? Wer hat dann gesiegt, die Meinung deiner Freundin oder deine? Die von meiner Freundin. Obwohl ich eigentlich... Warum habe ich jetzt das gefragt? ich wollte eigentlich die Bronzenen, weil die mehr in das Orange wieder reingehen, aber zu viel Orange versaut dann auch wieder. Aber du konntest dich wieder nicht durchsetzen. Ich konnte mich hier nicht durchsetzen, ja. Aber beim Rest hat er ganz gut funktioniert. Ich widerspreche ungern, aber das war die bessere Lösung, weil das Bronze hätte wieder einen weiteren Orangeton reingebracht. Okay.
Das wäre dann nicht mehr schön gewesen. So ist es perfekt. Genau, das war dann das wirklich Logische dann. So, und na, hast heute Abend auch wieder einen schönen Abend nach dem, nach der Aussage jetzt. Sehr gut, wunderbar. Perfekt. Ja. Vielen Dank, dass du hier bist. Ich danke auch. Fahrzeug. Und vielen Dank an alle Kooperationspartner. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das war ein Jahr toller Planung. Und vielen Dank für die Anreise, weil München auch ein paar Kilometer. Ich komme auch aus München. Ne? Ja. Beim Heimfahren können wir zusammenfahren, aber du fährst mehr davon. Gerne. Ich kann gerne warten. Okay. Wieder vorne bei der Einfahrt. So, liebe Freunde, ihr seht, was man zusammenfassend feststellen kann, ist natürlich vorab rundum zu finden Kunden. Rundum zufriedene Kunden, natürlich auch ein partnerschaftliches Verhältnis zu den Kunden insgesamt durch Jochen Schweiger, durch seine persönliche Anwesenheit jeden Tag täglich im Büro an der Bestellhotline insgesamt, auch offen für alle technischen Fragen. Ja, natürlich auch alles im Kopf, das ist natürlich schon auch ein großer Pluspunkt und natürlich auch ein Garant. Und